Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Night of the Rabbit. Wir haben einige Aufgaben uns hier angesammelt und so ein paar wollen wir natürlich jetzt erstmal wieder abgeben, damit wir dann auch vielleicht mit anderen Sachen weiterkommen. So, hier wollte ich lang. Das beschleunigen wir jetzt aber ein bisschen. Sonst dauert das ja ewig, wenn er durch die ganzen Bilder laufen muss. Schwarzer Bildschirm ist auch schön. Oh, da sind wir. Oh, Humbert weggelaufen. Muss er nicht noch aufpassen? Na egal. Und weiter geht es. Na, was ist denn hier los? Warum dauert das denn jetzt so lange? Aha. Dann gehen wir mal wieder nach Mauswald rein. Und bringen die ersten Sachen weg. Also Ladezeiten sind heute aber extrem lang. Also, hier können wir dann auch gleich unser erstes Päckchen abliefern, weil wir wissen ja noch aus der zweiten, dritten Folge, sie wartet auf ein Päckchen. Ich glaube, es war dieses hier. Dieses Paket ist an Fräulein Edith Eichhorn adressiert. Als Absender steht hier Superhörnchen Boutique. Genau, das ist das. Für sie. Und totschicke Hammer. Superhörnchen-Handtasche? Da bekommen sicher alle Lust, mich ins Theater einzuladen. Vielen Dank. Bestimmt. Hier hast du etwas Oh, Trinkgeld. Geld. Jetzt kannst du dir auch etwas Schickes kaufen. Aber einen schicken Hut hast du ja schon. Okay. So. Was haben wir denn bekommen? Einen Laubtaler. Ich weiß schon, was wir uns damit kaufen. Ich weiß zwar nicht, warum wir das kaufen, aber ich will's haben, weil man kann das kaufen. So, hier müssen wir noch was abgeben. Und zwar einen Brief. Ich habe schon wieder vergessen, wer es das andere kriegen soll. Ich glaube, der An war die das. liebreizende Stimme von Welle 103,5. Genau, das kriegt er. Eilzustellung an Herrn Greber. Ha, das ist mein erster Fanbrief. Sehr geehrter Herr Gräber, ich höre schon seit langem immer Ihre Sendung und wundervoll rauchige Stimme, intellektuelle Beiträge, Käsekuchen. Hui. Fanbrief? Na, aber was für ein Fan. Als Dank für deine Auslieferung gebe ich dir ein kleines Werbegeschenk. Jetzt kommt's. Nimm diesen wundervollen Becher und sage mit Stolz: Ich höre Wellesumpf 103,5. 5. Dieser Witz. Maulwurf am Morgen, Maulwurf am Mittag und Maulwurf am Abend. Vielen Dank. Also, jetzt haben wir noch so einen Becher hier bekommen. Da können wir uns bestimmt einen Kaffee mitholen. Das probiere ich doch jetzt auch gleich mal, weil der ist ja kostenlos. Ob das Einmal klappt? heißer Kaffee. Heißer Kaffee ist auch immer gut. Okay, jetzt haben Schade, wir. dass ich keinen Kaffee mag. Ursula, du hast ja alles durcheinander gebracht. Schon wieder. Oh, wer könnte ihr schon lange böse sein? Okay, jetzt haben wir noch einen Becher mit heißem Kaffee. Ach so, ich wollte ja hier einmal die Du riechst Baldrian-Kopfen kaufen. Schlummertrunk. Baldrian-Tropfen. Da steht, ein Fläschchen kostet einen Laubtaler. Aber ich hab nur einen einzigen Laubtaler. Naja. Genau. Aber wir haben Baldrian-Tropfen. Wer weiß, wofür die gut sind. So, jetzt müssen wir noch die anderen Pakete wegbringen und diesen einen Brief.
Da bin ich mir allerdings nicht sicher, wo das hin muss. Jetzt ist die Frage wieder, wo war denn hinters Rathaus? Ich glaube, da steht doch der Kirchenmaus-Mensch. Ne, Kirchenmaus-Mensch. Die Kirchenmaus mit ihrem Sohn. Oder nicht? Ja, genau. So, und für ihn war doch das Paketchen hier. An Herrn Kirchenmaus Senior. Ich frag mich, was da drin ist. Genau, und das geben wir ihm doch jetzt mal. Und dann geben wir Ursula ab. Oh, danke. Da habe ich lange drauf gewartet. Mein Sprachlernpaket. Kokospalmeninselesisch über Nacht auf 30 Kassetten. Kassetten? Ich muss gut vorbereitet sein, wenn ich mich da zur Ruhe setzen will. Wartest du auf was? Trinkgeld? Vielleicht? Wir sind Kirchenmäuse. Wir haben nichts zu verschenken. Das ist ja nett. Okay, dann gehen wir jetzt zur Stadtmitte und geben mal Ursula bei ihrem Vater ab. Würde ich mal sagen. Genau. So. Mein Kaffee ist abgekühlt. Oh. Ich habe mit kaltem Kaffee. Ich habe ihre Nichte gefunden. Ach, das ist gar nicht deine Tochter. Die kleine Ursula? Uhu. Eine Krähe hat sie angegriffen. Uhu. Wie geht es ihr? Sag schon. Uhu. Sie ist wohl auf. Aus der Hosentasche holt er die Ursula. Ich habe die Krähe vertrieben. Die Feder zeigt mir, dass du die Wahrheit sagst. Ach, die Feder. Ich danke dir, Jerry. Du bist ein wahrer Baumläufer. So nennen wir Tiere, die anderen in Not beistehen. Uhu. Gute Arbeit, Jerry. Uhu. Ich bin stolz auf dich. Ach, das war doch nichts Besonderes. Eine Errungenschaft freigeschaltet. Was haben wir denn hier? Führe eine glückliche Familie wieder zusammen. Folge dem weißen Kaninchen. Okay, hier hatten wir nichts. Ich guck mal in mein Tagebuch. Okay, Post haben wir verteilt. Das heißt, wir können ja eigentlich zurückgehen zu ihm. Das Waldzwerg ist verschlossen. So, wir haben Ursula gerettet, Blausaft, der kleine Mann in Grün, das Boot, der Achso, okay, das müssen wir noch machen. So, das haben wir natürlich schon viel erledigt. Gucken wir mal, ob jetzt irgendwas neu ist. Aber eigentlich müssen wir ja nur... hier einmal... Ich gehe jetzt nochmal zu... Wie hieß der Frosch? Hab schon wieder vergessen. So ein Mist. Aber wir gehen mal zu ihm hin und sagen ihm, dass wir die Pakete und die Post verteilt haben. Vielleicht kriegen wir dann ja noch was, was uns irgendwie hilft. So. Immer noch kein Plato. Glück mit dem Fahrrad? Ehrlich gesagt glaube ich, das ist sogar noch schlimmer geworden. Ich habe richtig Halsschmerzen. Richtig kalt hier. Deinen Feuerzauber könnte ich jetzt wirklich gut gebrauchen. Okay, also der... Viel Glück, Plato. Bis bald. Danke. So ein Unglück. Ich wollte doch heute Abend mit Anja ausgehen. Wir haben ja auch noch diesen Brief. Jetzt ist die... Das weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Wir hatten doch... Na komm. Irgendwo so ein Haus gefunden, wo ein Name steht. Und ich glaube... Der Brief sieht seltsam aus. Er ist an Senor Molina, Absender... Genau. Nur wo war das denn lang?
Nee, ich glaube. Nee. Entschuldigung. Ah, hier, doch, vielleicht hier. So was kann ich mir doch nicht merken, wo was ist. Viel zu kompliziert für mich. Ich habe ein, wie sagt meine Frau, mein Gedächtnis wie ein Sieb. Hier war doch was. Da ist doch Amolena, oder nicht? Geben wir mal den Brief hier in den Briefkasten. Post ist da. Okay. Danke. Keine Ursache. Huch, wer hat das gesagt? Seltsam. Okay, so. Plato, ach, jetzt haben wir bestimmt hier für Plato das Ganze. Nee, doch nicht, hä? Aber das fehlt jetzt mit, dass wir ihm helfen sollten. Wie war das jetzt mit dem Boot? Was mussten wir da? Ach so, das Werkzeug finden. Wow, das ist leider sind. Da mussten wir noch die. Na, ansch. Wir mussten das ja noch finden. So, jetzt gucken wir noch mal ins Tagebuch. Also, wir müssen irgendwie sein Fahrrad enteisen. Wir müssen einen anderen Weg zum Grundstück der Zwerge finden. Und wir müssen wahrscheinlich erstmal das machen mit dem einmal durch die Münze gucken, ob der kleine grüne Mann hier ist. Okay, ist er nicht. Wir können ja noch mal dahin gehen. Ob hier noch was ist. Da, oh, da ist der Kleine. Da ist er wieder. Stehen bleiben. Ha! Ich stehe auf einem seine Magie. Ja, das hatten wir ja schon. Ich kann. Okay, also der läuft immer denselben Weg. Er ist schon wieder entkommen. Müssen wir den doch auch finden. Den Partygast. Vielleicht können wir dem einen heißen Kaffee bringen. Wenn wir ins Café gehen. Wir können doch bestimmt unsere Kanne. Da war doch auch eine Spüle. Wenn wir die hier in die Spüle auskippen. Becher leeren. So, jetzt haben wir eine leere Tasse. Jetzt ist mein Becher leer. Und jetzt machen wir uns wieder einen neuen Kaffee rein. Einmal heißer Kaffee. So lange sollte das doch aushalten. Schade, dass ich keinen Kaffee mag. Das war hier lang, ne? Genau. Dass der Kaffee wieder kalt wird. Ich gebe ihm was von meinem Kaffee ab. Ich bin wach. Ich bin dir so dankbar. Nimm das. Wir haben eine Quartettkarte gefunden. Bekommen. Ohne dich wäre ich noch zu spät zur Arbeit gekommen. Ich. Das hat nicht geholfen. Okay. Das hat nicht geholfen. Gehen wir nochmal zu den Randbereichen. Donnerbalken und Flammes! Lass mich wieder in Ruhe, du Balk! Mein Kleeblatt kriegst du nicht! Das weiß ich auch nicht, was wir da machen müssen. So was Doofes. Da ist
der grüne Gnom? Da ist er wieder. Sie jagen den Falschen. Ich hab nichts getan. Vermaledeite Polizei. Wie können wir den fangen? Das ist jetzt die nächste, schon wieder entwischt. Die nächste Frage, die ich mir stelle. Hier ist er ja auch nicht. Hier ist er aber auch nicht. Da oben kommen wir nicht hin. Was ist, wenn wir hier nochmal durchs Gras gehen? Ach ja, dann kommen wir da hin. Nee, das ist ja ganz falsch. Das ist doch doof. Ich glaube, ich rede Hallo. Mal mit dem. Warum? Ich bin zum Kanon. Wir hatten hier ein... Nein, wir mussten... Das klingt... Oh ja, also... Wenn ich so ein... Meistens... Ich auch... Okay, das hatten wir ja schon. Die Erbsenkugeln... Das ist auch nichts. Das ist, ihm können wir aber auch nichts sagen. Waren wir da schon? Die Pforte. Fest verschlossen. Das ist aber komisch. Dann überlege ich mal weiter, wie wir hier weiterkommen. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Night of the Rabbit. Ciao.